Und damit, moin Leute, herzlich willkommen zu einem seeschlachtbereiten Spiel namens Modern Warship. Wie gesagt, das Spiel ist noch in der Entwicklungsphase und dafür danke auch an den Entwickler auf Facebook, dass ich das Spiel als Alpha-Tester spielen darf. Wie gesagt, es gibt verschiedene Schiffe von Kreuzern, also quasi von Zerstörern, Kreuzer, Korvetten, Flugzeugträger und U-Boote. Das ist quasi das einzige, glaube das einzige Spiel, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, dass sie solche Schiffe, dass die U-Boote mit in die Seeschlacht reintun. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ich kenne kein Spiel, wo es nicht ist. Vor allem dieses Schiff sieht so richtig geil aus. Das ist ein Schiff der Kirov-Klasse. Und ihr seht quasi, quasi, ich bin nicht mehr gut beim Reden. Die Yamato ist drin. Ja, die Yamato ist in diesem Spiel mit drinnen. Und hier sind auch einige russische Flugzeugträger, wie dieser hier, den mir nicht der Name einfällt. Hier die Gerald R. Ford, der berühmteste Flugzeugträger der USA. Dann die USS Nemesis. Und wirklich gesagt, dieses Schiff, habe ich keine Ahnung, woher sie kommt. Hier die Seawolf-Klasse, also CN, dann hier kommt nur noch bis zur russischen, bis zum seltensten U-Boot. Wie gesagt, bei der Nemesis und bei der Yamato, okay, sie kann man mit Gold kaufen. Sie kriegt man eher bei Legendär. Also Status Legendär. Ich bin quasi noch, wenn ich richtig überlege, ein Dings. So, ihr seht ja quasi, dass das Schiff bis jetzt nur das da ist. Und wir gehen in den Kampf. Kleine Information, das Spiel ist quasi, wie gesagt, in der Alpha-Version. Wer das Spiel auch gerne spielen möchte, dann auf Facebook gehen und dann Modern Warship schreiben. Wie gesagt, alles nur auf Englisch schreiben, dann wisst ihr auch einiges über Bescheid. Ihr wisst dann auch, wann die nächsten Events sind für die Anmeldung und so. Und vor allem wirklich danke, wirklich danke an den Entwicklern, dass ich dieses Spiel als Alpha-Tester zocken darf. Ja, einiges muss auf jeden Fall mit noch Untertitelt sein. Also mache ich dann noch. Ehrlich gesagt, das ist jetzt quasi das Video, was ich jetzt heute mache. Weihnachten weiß ich nicht. Da kommen ja die zwei Premiere-Videos, die ich noch nicht wirklich fertig habe. Leider. Das ist so geil gemacht, ich weiß nicht, aber es ist so geil. Eine rein in die Fresse, Manacke! Was hast du gesagt? Was hast du gemacht, Bruder? Also ich finde, das Spiel ist so geil gemacht. Ihr seht ja auch, ich kann sogar einen Hubschrauber nutzen. Das ist wenigstens das Geilste an diesem Spiel. Einige von denen kann man es nicht. Außer World of Warships, da kann man es ja. Aber ehrlich gesagt, so moderne Kriegsflugzeuge, sogar, glaube ich, ein Bomber ist dabei, wenn ich richtig überlegt habe oder mal gesehen habe. Und ich habe komplett falsch geschossen. Verdammte Scheiße. Okay, dann bist du dran. Komplett erstmal ins Wasser geschossen, verdammte Kacke, Alter. Wie gesagt, ich habe noch 7. Quasi den habe ich nicht versenkt, schade auch.
Ist geil gewesen. Vor allem hier gibt es ja Flugzeugträger und einziges Schlachtschiff ist die Yamato. Aber ich find's mega geil. Vielleicht werde ich noch zu meinem Vater gehen, dann werde ich noch ein paar Sachen für Armor runter kaufen noch. Vielleicht nur für Armor und Dings und Odyssey, vielleicht weiß ich es noch nicht. Fuck mal, live bitch! So erwischt. Wie gesagt, deutsche Fregatten sind hier noch nicht drin. Man kann auch Upgrades reintun, neue Flugzeuge, neue Bombern und so. Neue, sogar Drohnen sind dabei. Und jetzt seht ihr, ich habe keine Muni. Deswegen greife ich mit dem Heli an. Weil ich gehe deswegen nicht so nah an dem Flugzeug. Ja, an das Schiff. Seht ihr? Man kann sogar mit Helikoptern auch gewinnen. Eigentlich gesagt, das Spiel finde ich recht. Was soll ich sagen? Ich bin recht zufrieden mit dem Spiel. Vor allem, hier kannst du einfach normal mit echt Geld kannst du das Spiel kaufen. Finde ich mega. Also ehrlich, ich habe bis jetzt gar nicht mehr gemeckert. Auch wenn ich das Spiel jetzt gerade heute zocke. Ja, finde ich recht geil. Quasi gesagt, das ist jetzt der Anfang dieses Projekts bis zur Erscheinung, bis zum Release-Datum. Und dann überlege ich mir, einen Clan zu machen. Global, einfach global. So, weil hier ist quasi nichts wirklich mit Deutsch. Ich kann hier einfach auf Englisch wieder tun. Und dann bleibt es auf Englisch. Dann sehe ich hier einiges hier, was hier losgeht, was hier abgeht und so. Ich bin quasi auch der Einzige, der Deutscher ist. Ich schau mal. Hi. Die einigen sind, glaube ich, schon so, wie soll ich sagen, schon richtige. Naja, legendär sind sie noch nicht, weil legendär weiß ich, dass das Lilla ist. Ich kann es euch, glaube ich, zeigen. Ihr seht hier wahrscheinlich das. Muss man quasi vom Abzeichen suchen. Also Deaths, bis jetzt habe ich noch gar keinen einzigen Tod. Wins, bis jetzt habe ich 6 Planes destroyed, Helikopter destroyed, Missiles destroyed. Habe ich bisher noch nicht, weil ich es nicht machen musste. Und dann sage ich mir jetzt mal, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und ein Abo, würde mich auch sehr freuen. Für die internationalen Leute, die das Video auch sehen, gerne abonnieren. Wäre echt nett, dass wir vor Silvester oder bis zum neuen Jahr die 160 Abonnenten schaffen. Wie gesagt, es wird krass. Ja. Also, ehrlich gesagt, finde ich die Schiffe geil. Also, ciao Leute.